Moin, im heutigen Video gibt es mal wieder einen Live-Ladder-Push. Wir sind live im Studio auf Platz 1 der Welt gepusht mit dem klassischen Miner Wallbreaker Zap Lockdeck. Es war ein unfassbarer Push, es war ein unfassbarer Games mal gegen wirklich extrem schwere Matchup. Lasst auf jeden Fall kostenlos ein Abo da, um keine weiteren Ladder-Push zu verpassen. Ich bin mal gespannt, ich will diese Season wirklich ein neues, bestes Finish erreichen. Bisher ist Top 8 mein bestes Finish. Mal schauen, ob ich es höher schaffe. Tag doch gerne Creator Code Morten in einem Shop. Ich kann es gerade nicht zeigen, weil gerade eine Wartungspause ist. Ein bisschen schade. Aber trag gerne Creator Code Morten im Shop ein. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch wirklich viel Spaß mit dem Video. Es ist unfassbar nice. Wahrscheinlich das niceste Video auf dem Kanal seit ein paar Wochen, ein paar Monaten. Ich wünsche euch wirklich viel Spaß. Und ich hoffe, ihr könnt manches aus dem Gameplay lernen. Let's go. Hab viele Sprüche schon in meinem Leben gehört. Das ist, glaube ich, Elsie. Viel Glück. Ich habe schon viele Sprüche in meinem Leben gehört, aber den habe ich noch nicht gehört. Und ich fand ihn echt nicht schlecht. Nur die Härte kommen in die Gärtnerin. Nicht schlecht, Digga. Glückwunsch. Da war das, keine Ahnung. Es ist Elsie, unser guter chinesischer Freund. Nur die Harten kommen in den Garten und die Härteren kommen in die Gärtnerin. Ich weiß nicht, ob ich ihn so lustig finde, aber ich feiere den irgendwie. Der hat was. Ja, das ist Elsie. Bin nicht so nice. Er spielt MK. Ich weiß nicht, so gegen MK zu spielen mit dem Deck, wenn ich ehrlich bin. Elche aber zwei Accounts, die verfünft sich. Er spielt immer dieses Mega-Ritter-Deck. Ich finde das dann. Feier ich nicht so das Deck. Das war nicht so komplett zu spielen, meiner Meinung nach. Aber wir wissen ja, nur die Harten kommen in den Garten, ne? Das sehen wir jetzt hier raus. Mal schauen. Ich weiß es einfach nicht. Können wir da irgendwie einen Comment machen? Aus Ausrufezeichen Garten? Nur die Harten kommen in den Garten. Die Härteren kommen in die Gärtnerin. Geht das irgendwie? Los, das ist ein wichtiger Comment, B-Rotec, sag ich schon. Sorry, ich wollte nicht beleidigen. Hier ist Bird, gib mir AIDS. Das Matchup gibt mir AIDS, er hat noch MK. Nicht so von Fan, Digga. Das ist halt nicht nice so. Das ist halt einfach nicht nice, das Matchup. So einfach. Ich muss halt wirklich einmal overcommitten. Okay, jetzt on. Hier ist gut. Jetzt. Hm.
Spiel. Sehr, sehr gut. Haben wir perfekt gespielt. Mit dir immer. Also, ich feier dich. Du bist echt ein nicer Dude. Klaus Gaming 1. Enkel Zauber Gaming 1. Der Gegner ist nicht so nice. Es ist nicht so das einfachste Matchup. Bin ich ehrlich, ich feiere das gar nicht, das Matchup. Weil der Typ Rocket zeigt mich immer. Ich feiere es nicht, so Rocket gezeigt zu werden. Oh, der Sepp! Oh, yes! Oh mein Gott, so viel Damage! Oh, let's go! Wellpaid hat gereset, ist mittlerweile im 11. Monat Creator Code Morgen. Vielen, vielen Dank, Wellpaid. Vielen, vielen Dank für den Support. Danke für den 11. Er kommt. Genauso. Er hat eh kein Eis, das ist ein Cycle. Mit dem Sepp können wir vielleicht... Oh, der Sepp war so gut. Oh, ich weiß jetzt nicht, wie gut war der Sepp. Gutes Spiel, glaube ich. Es ist komplett okay, dass der King an ist. Es ist sowas von okay, dass der King Tower an ist. Weil wir haben so viel Damage jetzt schon gemacht, jetzt müssen wir wirklich noch ein bisschen mit dem Miner ein bisschen immer chippen. Perfekt. Nicht der Damage, den ich will, aber es geht klar, wir werden jetzt ein... Das war richtig teuer für ihn. Perfektes Lock. Nichts wird connecten, nichts wird den Eumel auseinandernehmen. Ich gehe auch mit keiner Truppe mit Absicht auf den... Schade. Wir müssen halt immer aufpassen, ne? Weil King Tower an und er hat so viele Distraction-Truppen. Ich will ihm halt keine Rocket Value richtig geben, ne? Wir zappen den Eumel und durch den Zap ist es noch ein bisschen mehr Damage. Okay, was machen wir jetzt? Den müssen wir jetzt gut punishen. Sollte eigentlich das Game sein. Ich glaube, ich werde es verteidigt mehr bekommen. Nächster Miner rein. Let's go, Jungs. Let's go. Ganz, ganz nices Game gegen Remy Eli gewonnen. Wichtig, Jungs. Richtig. Mann, Digga. Ich krieg Fat AIDS. Junge, er hardcore mich so hart, Digga. Ich kann es gar nicht gewinnen ohne Big Spell. Krieg halt minus 45. So ein Knecht-Matchup. Oh, come on, muss ich sagen. Ich hab halt keinen großen Spell. Und er hat Vapor, das ist so nice. Das wäre ein schlechter Matrix. Ich sehe ihn ja jetzt schon extrem scheiße spielen, aber er gewinnt trotzdem. Schade.
Wird jetzt richtig nice zu verteidigen. Extrem schlecht gespielt. Also, jetzt werden wieder Leute sagen: Mord, das Matchup ist gar nicht so schlecht, du hast Bombenturm. Nein, er hat einfach extrem schlecht gespielt. Minus 45 wäre nicht so nice gewesen. Er gewinnt das immer. Also wir können jetzt mal ganz kurz gucken: Wir machen hier Tilt-Check. Tilt-Check nicht bestanden, Digga. Der war auf Season High fast. Ey, Digga, das Matchup ist so scheiße gegen ihn. Sein Deck, ne? Es ist so easy gegen das Deck eigentlich zu gewinnen, aber das Matchup ohne großen Space ist einfach so scheiße. Danke, so war für die 100 Bits. Och man, ich hasse das Matchup. Ohne großen Space sagt das. Mit großen Space hat die bisschen Flügeln leider. Das ist ja leider. Das ist auf jeden Fall ein Flügel. Wir haben uns eh vorher überkommen, deswegen habe ich gar nicht gesnappt. Das ist halt nicht einfach ohne großen Spell. Ja, gegen drei ohne Big Spell ist schwer. Ja, und der Big Spell. So. Dass wir keinen Kollegen gespielt haben. Wir müssen jetzt die Hunter jetzt zulassen, leider. Das heißt, er geht in Front. Digga, holy shit, wie viel Damage. Wir haben halt fetten Elixier gestanden, ne? Nicht so nice, wenn ich ehrlich bin. Wie jetzt? WTF? Digga, was ist denn mit meinem Ritter passiert? Extrem beschissen, was wenn man ehrlich ist. Ja,
Alter, jetzt so eine gute Situation, um ehrlich zu sein. Okay. Ich glaube, wir haben keinen einzigen Fehler gemacht. Nicht so einfach. Das Ding ist halt, immer wenn er 3M hinten macht, müssen wir in die 3M reinspielen. Das ist halt absolut nicht nice. Wenn er 3M hinten macht, müssen wir halt in die 3M reinspielen. Das ist halt absolut nicht so nice. Junge, Platz 1! Ich wusste es gar nicht! Oh, Baby, wir sind Platz 1! Ich wusste es gar nicht! Ich hab's gar nicht gecheckt! Let's go, Jungs! Live on Stream, Platz 1! Oh, diese Season wird's.